Hallo und willkommen zum nächsten Anleitungsvideo. Pixelgrafik, Rastergrafik, ein Teil der Computergrafik. Wir hatten es uns gerade noch angeschaut. Ich kann noch mal schnell zurückgehen. Pixelgrafik, Rastergrafik. Ich hatte auch schon gesagt, es geht hier um diese Art Mosaikdarstellung oder um eine Art Mosaikdarstellung. Und wir schauen uns das jetzt einmal genauer an. Als Ausgangspunkt war dieses Bild. Ich nehme dieses Bild einmal und füge es in einem Pixelgrafik-Rastergrafik-Programm neu ein. Und hier sehen wir schon sehr schön die Pixelung, das heißt diese vielen kleinen Punkte. Ich kann das nochmal etwas vergrößern. Nehmen wir ruhig mal die Nase hier raus. Da sehen wir die verschiedenfarbigen Punkte, die das Bild ausmachen, die Bildinformationen. Und das ist also typisch für Pixelgrafik. Zur Bestimmung der Pixelgrafik. Also zunächst brauchen wir entsprechende Programme. Da gibt es nicht nur dieses Irvine View, ich hatte schon gesagt. Man sollte aber darauf achten, dass es sich natürlich um ein Pixelgrafikprogramm handelt, von Paint über .NET Paint und Irvine View bis zu den professionelleren Programmen im Open Source frei, also im kostenlos legalen Bereich, das GIMP. Und dann natürlich im kostenpflichtigen Bereich das PaintShop, was unter Umständen sehr viel Geld kann, oder das Adobe Elements viel Geld kosten kann, oder das Adobe Elements. Ja, kommen wir nun eigentlich zu den Grundlagen der Pixelgrafik. Welche Objekte enthält die Pixelgrafik nun? Jedes Pixelgrafikbild besteht zunächst erst einmal oder ist selbst das Dokument, ist selbst das Grafik- und Bilddokument. Zu den Eigenschaften kommen wir dann hier unten. Und es besteht also aus den Pixeln. Grafikdokument, das darf natürlich, das muss nur Pixel heißen hier. Es besteht aus den Pixeln. So, die Pixel sind also Unterobjekte dieses großen Objektes. Jedes Pixel hat genau eine Farbe, haben wir gerade gesehen. Und die Position ist festgelegt im Bild. Wenn ich natürlich die ganzen Pixel durcheinander würfeln würde, würde sich die Bildinformation nicht mehr ergeben. Das heißt, es ist schon wichtig, dass ein Pixel mit einer bestimmten Farbe an einer bestimmten Position sich im Grafikdokument befindet. Also diese beiden Eigenschaften haben das Pixel für uns weniger von Bedeutung, weil damit haben wir wenig zu tun. Es sei denn, wir wollen die Pixel umfärben. Aber die Position zu verändern macht eigentlich macht schon Sinn, wenn ich es zum Beispiel spiegeln will, muss ich also entsprechende mathematische Verfahren anwenden, um das entsprechende Bildelement woanders hinzusetzen. Gut, das ist aber, wie gesagt, der kleinere Teil. Der wichtigere und größere Teil sind die Bildeigenschaften, sind die Dokumenteigenschaften. Und hier ganz klar, ich heb das nochmal ein bisschen hervor, und hier ganz klar die Größe als erstes. Schauen wir uns unser Bild an. Hier in Irvine View und in allen anderen Programmen wird das in der Regel sehr gut angezeigt. An irgendeiner Stelle, entweder in der Statuszeile oder in der Titelzeile, finden wir also die Angabe hier. Dieses Bild ist 220 Pixel mal 163 Pixel groß. Das heißt also 220 Punkte in der Breite und 163 Punkte in der Höhe machen dieses Bild aus. Das ist die Größe. Achtung, Microsoft meint es besser zu wissen. Wer mit der rechten Maustaste auf den Desktop klickt, die Bildschirmauflösung sich anschauen möchte, bekommt hier eine Auflösung angezeigt, die gar keine ist, denn es ist die Größe. Was Auflösung bedeutet, dazu sage ich dann später noch was. Also, das ist die Bildschirmgröße. Entschuldigung. Das ist die Bildschirmgröße. Die wird in Pixel mal Pixel angegeben. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Größe eines Bildes anzugeben, nämlich in Megapixel. Dazu wird die Gesamtzahl der Pixel ausgerechnet, indem man also diese Multiplikationsaufgabe löst. Und dann ist natürlich wichtig, dass man noch das Seitenverhältnis bestimmt. Also, wir hatten es gerade gesehen beim Monitor. Rechte Maustaste, Bildschirm, das war natürlich falsch. 1366 mal 768. Ich zeige mal ganz schnell, was das bedeutet. V
falsches Programm. Ach, was mache ich denn heute? In die Suchzeile gebe ich CALC ein, wähle den Taschenrechner aus oder den Rechner, der hier im Programm enthalten ist, und rechne mal die Megapixel aus, also 1366, war 1 zu viel, doch 1366 mal 768 ist gleich, da kommen wir auf 1.049.000, also 1 Million ist ja 1 Mega, 1,05 Megapixel hat dieser Monitor. Und jetzt ist natürlich noch wichtig, das Seitenverhältnis anzugeben. Dann kann ich die Größe des Bildes genau festlegen. Gut, so viel also zur Größe des Bildes. Wie gesagt, in Irfan View hier unten rechts, in anderen Programmen auch an expliziter Stelle immer gut zu sehen. Das wäre die erste Eigenschaft und jetzt kommen wir zur nächsten Eigenschaft, die Farbtiefe. Die Farbtiefe kann ich am besten herausfinden, wenn ich also mir die Informationen über das Bild anschaue. Hier sehe ich die Farbtiefe mit 24 Bits per Pixel. Ein Bit kann immer zwei Zustände speichern. Ein Bit würde also gerade reichen, um, ich reduziere hier mal die Farbtiefe, um zwei Farben darzustellen, ein Bit per Pixel. Das ist tatsächlich ein reines Schwarz-Weiß-Bild, kein Graustufenbild. Graustufen, die häufig als Schwarz-Weiß bezeichnet werden, sind Graustufen, das ist Schwarz-Weiß. Also, ich kann natürlich auch noch andere Farbtiefen angeben. Zum Beispiel kann ich hier mal vier Farbstufen auswählen. Dann sehen wir, das Bild besteht aus Pixeln, die in der Summe vier Farben haben. Dafür reichen mir 2 Bit. Für das normale Bild wird die Farbtiefe hier unten immer noch angegeben. 24 Bit per Pixel werden hier definitiv nicht erreicht, wenn ich die Information anschaue. Ich habe hier also nur Pixel drin, die 16.771 verschiedene Farben haben. Das ist aber schon ganz schön. Hier sehen wir nochmal das Bild mit seiner Größe. Hat also 220 168 1,35. Das sind definitiv keine Megapixel. Das müsste man sich jetzt nochmal ausrechnen. Gut. Aber wenn das Bild 24 Bit per Pixel zulässt, dann könnte jedes Pixel eine von über 16 Millionen Farben annehmen. Aber es hat immer nur eine dieser 16 Millionen Farben. So, wenn natürlich gar nicht so viele Pixel oder Bildelemente enthalten sind, dann kann ich natürlich auch nicht annähernd so viele Farben. Die meisten Bilder haben nicht alle Farben enthalten, versteht sich von selbst. Gut, weiter geht's. Das war die Farbtiefe, also die Farbtiefe gibt an, wie viele Farben ein einzelnes Pixel annehmen kann. Je höher die Farbtiefe, umso größer auch der Speicherbedarf. Versteht sich von selbst. 8 Bit sind immer ein Byte, das heißt für das Speichern eines Bildpunktes, für die Farbe eines Bildpunktes, wären hier also 3 Byte notwendig. Man müsste jetzt einfach die Anzahl der Bildpunkte mit 3 multiplizieren, um herauszufinden, wie groß das Bild im Speicher in unkomprimierter Form dann auch wirklich ist. Solche Rechenbeispiele führen wir dann in der Praxis noch durch. Schauen wir uns die nächste Eigenschaft an. Jetzt kommen wir zur Auflösung. Die Auflösung ist eine wirklich wichtige Eigenschaft. Ich habe also hier dieses Bild ja einfach in meine Rastergrafik übernommen. Wenn ich das Bild jetzt speichere, Bild speichern, werde ich hier nach einem Namen gefragt, ja, zum Beispiel Mosaik. Hier kann ich noch einstellen, in welcher Form. Bildinformationen lassen sich natürlich auf die verschiedenste Art und Weise speichern, komprimiert, unkomprimiert, Thema eines späteren Videos. Ich speichere das jetzt im JPG-Format, so, dann habe ich das jetzt gespeichert und dann
Wenn ich das Bild entsprechend öffne, ich hoffe, ich habe das jetzt gleich hier zur Verfügung. Wo habe ich es hingespeichert? Speichern als Materialien, Screencast, aha, falsche Stelle. Dann öffne ich das Bild mal von da, und zwar von Screencast Materialien. So, dann sehen wir hier unten auch, wie groß das Bild komprimiert ist und wie groß es im Speicher ist. Also mit der vollen Größe. Gut, zur Auflösung. Das Bild hat jetzt hier eine Auflösung von, die ist nicht angegeben, ändere ich mal Bildgröße ändern. Da habe ich hier eine Auflösung von 100 dpi. Ändere ich die Auflösung mal auf 72 oder auf 50 dpi, 50 Dot per Inch, also 50 Punkte pro Zoll. Ja, das wären dann also, 1 Zoll hat 2,54 cm, wären dann entsprechend weniger Punkte auf 2,54 cm. Dadurch verändert sich bei der Ausgabe, ich kann es ja hier nochmal zeigen, ändern. Dadurch verändert sich bei der Ausgabe natürlich normalerweise die Größe des Bildes. Das war jetzt hier nichts. Also das schauen wir uns auch nochmal in Praxis an. Die Bildauflösung, sehr wichtige Eigenschaft und nicht zu verwechseln mit der Bildgröße, wie das auch selbst bei Experten passiert. Die dritte wichtige Eigenschaft des Bilddokuments ist der Farbraum. Aber das ist eher eine Ausgabeeigenschaft. Das heißt, wenn das Bild am Monitor ausgegeben wird, wird es durch Rot, Grün und Blau gemischte Farben erzeugt. Wird das Bild gedruckt, wird es durch Cyan, Magenta, durch Yellow, Magenta, Cyan Farben entsprechend dargestellt. Gut, das zu den Eigenschaften des Grafikdokuments. Und dann können wir jetzt in die Praxis gehen und da brauchen wir natürlich diese Eigenschaften. Die nächsten Videos werden dann also praktische Anwendung der Pixelgrafik sein.